So, das ist jetzt mal der Prototyp für ein Kettenmodell. Also Ausgangspunkt ist ein Sketch, eine B-Spline, wo die Kette langlaufen soll. Dann habe ich ein Kettenobjekt, wo ich die Distanz der Ketten, also die Länge der Kettenglieder einstelle. Das ist momentan hier 150. Wenn ich das jetzt ändere, merkt man, wie die Kettenglieder jetzt einfach kleiner werden oder größer. Und es gibt eine Stelle, wo diese beginnen soll. Und ich habe das jetzt mal mit der Animation gekoppelt. Ich lasse jetzt hier die Kette einfach mal rückwärts laufen, also 100 minus den Manager Step. Und man kann das jetzt einfach mal hier probieren und dann lassen wir das ganze Ding mal laufen. Und jetzt sieht man, wie diese Kette hier läuft. Auf der linken Seite habe ich, auf der rechten Seite habe ich eine Begrenzung. Auf der linken Seite kann es weiterlaufen, wenn ich jetzt die Distanz, die Kettenglieder jetzt einfach mal größer mache, dann sieht man, was dann hier passiert. So, die einzelnen Streckenzüge von diesem schwarzen Polygonzug sind also immer gleich lang, entsprechend den Kettengliedern einer Kette.